Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Sunny. Und unser Justin ist auch hier. Er ist gerade zu Besuch, da unsere wundervolle Mutter gestorben ist. Und er uns ein paar Tage unterstützen möchte. Außerdem können wir daran dann sehen, ob wir vielleicht mit ihm zusammenziehen wollen. Ist er wirklich perfekt für uns? Who knows? Letztendlich kommt es darauf an, wie er sich jetzt hier so anstellt, sage ich mal. So, die rechte Seite des Bettes können wir natürlich schon mal zuweisen an ihn. Ich finde halt schön, dass die hier abends noch dann zusammensitzen und so ein bisschen reden. Außerdem haben wir im letzten Part unser Haus gebaut. Obviously ist es noch nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall schon mal besser als das, was wir vorher hatten. Vielen lieben Dank für die Kommentare übrigens, dass es euch gefällt. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. So, wir verkaufen mal wieder ein bisschen Zeug. Weil wir haben ja auch noch diese Düngersachen, die brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Sind ja nur für die großen Pflanzen. Also selbst wenn wir die hier anpflanzen würden, wir könnten die Dünger ja gar nicht benutzen dafür. So, und wir gehen jetzt erstmal schlafen. Lebensstil in Gefahr, das ist mir klar. Ich habe übrigens ein paar Änderungen an MC Command Center gemacht, sodass, wenn Leute dann zusammen sind, dass sie dann eher mal zusammenziehen oder sich auch mal trennen und sowas. Deswegen kriege ich darüber dann teilweise auch Nachrichten. Und Anissa hat sich anscheinend von ihm getrennt oder sie haben auf jeden Fall Stress. Wie will sie? Außerdem besitze ich jetzt ja Sims 4 Pferde Ranch. Deswegen haben wir jetzt ein paar mehr Dinge in unserem Dokument. Ich habe sie so mittendrin, das heißt, so ein paar Sachen sind dann verschoben. Aber ich finde das halt cooler, als wenn es immer nur am Ende ist. Auch wenn ich es jetzt in der Vergangenheit oft gemacht habe. Aber es ist halt, wie gesagt, ich finde es schöner, wenn es dann so mittendrin auch ist und so. Das mixt das Ganze auch nochmal ein bisschen mehr durch. Und für heute machen wir die 146. Küsse einen Sim. Ja, das ist natürlich nicht wirklich schwer für uns. Da können wir natürlich direkt einfach zu ihm hingehen und machen und dann ist wieder alles fit. Zu euch beiden geht's gut, das ist sehr schön. Hier haben wir verdorbenes Essen, das muss weg. Wärmender Kuss, wie süß ist das denn? Oh mein Gott, die haben einfach ein autonomes Techtelmechtel. Das war jetzt sehr random. Um 8 Uhr morgens habe ich auch nichts anderes zu tun. Aber ja, macht ihr nur. Also 5 Minuten in der Aufnahme und schon wird die getechtelmechtelt. Also, und das doch nicht mal, obwohl... Also, ich habe nichts gemacht. Oh, ein Herz, süß. Unser Lama denkt sich auch nur so, okay. Die haben ja noch gar keinen Namen übrigens, ne? Wollen wir dem mal Namen geben? Also, mir fällt jetzt spontan nichts ein. Ja, ich glaube, das mit dem verdorbenen Essen wird nichts mehr. Ich glaube, du musst jetzt erstmal arbeiten, Girl. Vielleicht kümmert er sich ja drum. We will see. Oh, er hat sich auch erstmal verpisst. Vielleicht ist er arbeiten. Hat er eine Arbeit? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Jericho ruft an. Lena Roth hat mich zu einem Date eingeladen. Oh, also das ging jetzt ein bisschen schnell. Also ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist, wenn ich ehrlich bin. Normalerweise sage ich ja immer ja. Aber so Moon ist halt vorgestern erst gestorben. Oder gestern sogar. Also dann direkt auf ein Date gehen, finde ich, ist keine gute Idee. Oh, da ist er wieder. Dann war er vielleicht wirklich arbeiten. Oder er war irgendwo anders. Who knows? Wir wurden befördert und bekommen einen Edelstahlomat. Das ist genau derselbe. Dann verkaufen wir den, den wir bekommen haben. 1100, das ist ja krass. Wie wäre es, wenn wir uns hier einen neuen Kühlschrank und einen neuen Herd holen? Ich würde behaupten, das ist so mit das Schlauste, was man sich jetzt gerade besorgen kann. Wie wäre es mit dem Frischofix? Das Problem ist, ich habe so ein paar Probleme mit meiner Tastatur zurzeit. Deswegen muss ich das jetzt immer so kopieren und so. Deswegen kann ich Objekte auch nicht erhöhen. Manchmal funktionieren die Tasten, manchmal nicht. Also es ist ganz komisch. Ich habe die Tastatur schon geputzt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Oh, das war deutlich teurer als gedacht. Vielleicht können wir doch nicht den Frischofix nehmen. Wie wär's damit? Ohne bessere Dusche wäre vielleicht auch mal was. Sehr schön. So, dann kümmere dich mal um deine Babys. Wieso haben wir jetzt hier noch einen Briefkasten? Ich meine, wir haben ja hier einen. Hä? Sie findet die Arbeit langweilig. Oh, und sie hat schon wieder den Anfang eines Burnouts. Ey, ich rast aus. Hi. Oh, jetzt geht er schon. Schade. Aber wir mussten jetzt erstmal denen was Gutes tun hier. Dann wird aber geduscht. Also er hat auf jeden Fall Spaß an dieser Maschine. Jericho ist jetzt nochmal hier. Und jetzt dusch. Wieso beenden die das jetzt nicht mehr? Ich raste aus. Richtig oft habe ich das zur Zeit, dass die Interaktion einfach unterbrechen. Haben wir kein Essen mehr? Dann wird es Zeit, was Neues zu machen, hä? Wie wäre es mit Macaroni und Käse? Ich finde es süß, dass die beiden sich unterhalten gerade, ne? Aber ich mach mal kurz. Jeder außer Haushalt darf den benutzen, damit meine Nachbarn dann in Zukunft nicht mehr so oft herangehen. So, und dann quatschen wir natürlich ein bisschen, wenn er schon hier ist. Oh, er geht schon schlafen. Süß. Dann schicken wir ihn, glaube ich, auch mal nach Hause und gehen dann selber schlafen. Er möchte nicht gehen. Manchmal muss man die Leute halt zwingen. Eifersucht verursacht Beziehungsschwierigkeiten. Oh Gott. Also da ist auf jeden Fall... The tea is hot.
Oh, morgen ist ja Liebestag. Da werden wir auf jeden Fall was unternehmen. So, und was machen wir jetzt? Die 74. Schlafe die Nacht über in einem Zelt. Das ist so bescheuert. Können wir uns überhaupt ein Zelt leisten? Nö. Aber sie geht ja arbeiten. Das ist richtig unnötig, aber egal. Oh, sie braucht die Mixenfähigkeit. Ist natürlich blöd. Oh, sie hat andere Arbeitszeiten. So, dann machen wir wieder diesen. Dann können wir das gleich wieder verkaufen, weil ich glaube, wir kriegen noch einen Dünger. I guess, dann brauchen wir wohl eine Bar. 530! Das ist die günstigste. So, ich habe jetzt die mit den Hasen genommen. Suddenly haben wir schon wieder nur noch 35 Simoleons. Was, wenn ihr ein bisschen miteinander quatscht wieder? Das ist wichtig. Sie wünscht sich, mit Jericho zu plaudern. Ich finde das richtig süß. Ich meine, das sind doch die einzigen aus der Familie, die noch so richtig da sind. Also, ich finde es schön, dass die Bindung so stark ist. Und sie denkt ständig an Moon. Ich finde das so cute, aber ich heul gleich. Jericho ruft schon wieder an. Letztendlich waren Lena Ruth und ich einfach nicht füreinander geschaffen. Das will ich nicht mal unbedingt sagen. Aber es ist einfach zu früh. Lass sie ein bisschen mehr Zeit. Ich meine, die Frau hat ihr ganzes Leben für ihn geopfert. Alles dafür gegeben, dass er wieder auferstehen kann und so. Nur damit er sich am nächsten Tag nach ihrem Tod denkt, was, wenn ich eine neue date? Also finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Dann kann sie ja mal ein bisschen Getränke mixen üben. Wow, er macht sauber. We love to see it. Ich sag, wie es ist, aber irgendwie sehe ich sie so ein bisschen als Mixerin so, ne? Irgendwie passt das voll zu ihr. Wenn wir später die Wahl haben, können wir sie ja auch in die Mixer-Dings setzen, anstatt dass die Köchin wird. Weil irgendwie finde ich gerade dieses Setting, dass das voll gut passt. Sie hat voll die Vibes. Level 2, yay. Finde ich sehr cool. Da müssen wir auch keinen Caterer mehr engagieren oder so. Die macht das dann schon. So, dann geh jetzt nochmal duschen vor der Arbeit und hoffentlich können wir uns dann ein Zelt leisten. Also wir haben auf jeden Fall nochmal 100 Simoleons durch den Frosch, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ja, komm, das wird schon. Warum ist der Akku schon wieder fast leer? Ich nehme erst eine halbe Stunde auf. Ja, die Zähigkeitsspiele, ich glaube nicht, dass wir teilnehmen. Er hatte gerade Geburtstag. Jericho ruft schon wieder an, ey. Sie wurde einfach schon wieder befördert. Was für eine Maschine ist sie? Sie ist ein Workaholic. Beziehungsweise sie baut das gerade auf. Und sie ist jetzt auch Mixerin. Ein Küchenwaschbecken. Ich habe schon überlegt, ob ich mir eins kaufen soll. Aber jetzt ist ja alles easy. Ich möchte aber bitte das Silberne. Wir nehmen mal dieses günstige Billo-Bett. Bett. Zelt. Und jetzt, wo das Waschbecken da ist, ich glaube, ich möchte dann doch noch eine hier haben. Oder Wait. Eine ganze. So, dann quatscht ihr nochmal kurz. This is really important. Süßies. Eigentlich ist wahrscheinlich sie eher diejenige, die eine Massage braucht, aber ja. Und dann, vielleicht macht ihr nochmal ein Techtelmechtel. Fände es irgendwie süß. Ja, ich möchte vielleicht auch ein bisschen, dass die halt was miteinander haben. So ein Kind nennt sich das. Love Day. Er putzt immer. Ich finde das richtig süß. Sie muss erst um 18 Uhr arbeiten. Das ist richtig gut. Für unsere Pläne zumindest. Was machen wir denn heute? 152. Nein, nicht schon wieder. Was machen wir denn diesmal? Grün, Alter. Lass mal so ein Gelb nehmen. Ich hasse es. Warum haben die so wenig Romantikleister auf einmal? Was ist da denn passiert? So, wir fragen ihn jetzt, ob wir eine Verabredung haben möchten. Und da wir Hunger haben, können wir in irgendein Restaurant gehen. Aber ich habe keins. Moment. Hier, ich habe hier letztens was gebaut. Können wir hier platzieren? Dann können wir da hingehen. So, jetzt aber. Ja, um Tisch bitten macht auf jeden Fall Sinn. Ich freue mich sehr. Sie muss dann aber gleich erstmal Pipi machen. Aber danach bestellen wir. Ach so, wir können das auch vorm Klo ausmachen. Also, ein gesunder grüner Tee nehmen wir. Und einen schwarzen Tee für Justin. Dann nehmen wir Miso-Ramen und Thunfisch-Nigiri. 26 Simoleons, das ist voll okay. Jetzt kommt die hier beim Kacken rein und nimmt meine Bestellung auf. Toll. Einfach nur schön. So, tiefgründige Gespräche führen wir natürlich mit ihm. Dann sagen wir ihm, dass er gut aussieht. Was man halt so bei einem Date macht, ne? Würde ihm dann vielleicht auch eine Rose anbieten, weil dann zählt das mit den Blumen hier ja auch. Oh, das Essen ist schon fertig. Alles klar, dann stellt euch halt hin. Ist doch kein Problem. Also es ist ja auf jeden Fall ganz wild. Die Verabredung dauert noch fast 3 Stunden. Okay, übertreib. Also kurz vor 18 Uhr beende ich das dann einfach. Ja, alles klar, da knutschen, weiß ich jetzt nicht. Dann bezahlen mal die Rechnung. 187! Wir erhalten ein Geschenk. Oh, er gibt uns die Rose zurück. But it's cute. So, dann beenden wir das. Hat natürlich funktioniert. Oh!
Ich habe viel darüber nachgedacht und wollte dich fragen, ob wir zusammenleben sollen. Ich finde das actually halt richtig süß. Weil ich meine, er wohnt jetzt ja halt quasi schon so ein paar Tage bei uns. Und dass er jetzt so sagt, so ja, ich finde das total schön und das läuft ja jetzt auch gerade ganz gut mit uns. Finde ich schön. Ja, ich würde mich freuen. Ja, komm. Aber ich nehme mir kein Geld von denen. Cause we love this travel. Ja, der Übernachtungsbesuch wird beendet, das ist mir klar. Schwer verliebt und du wächst Gefühle in mir. Ich weine. Ihr seid so süß. Der Mann hat keinen Job. Wir müssen den erstmal einen Job hier erledigen lassen. Aber was macht er? Ich fände es irgendwie süß, wenn er Lehrer wäre. Deswegen stecken wir ihn jetzt einfach mal da rein. Wenn ihr es blöd findet, könnt ihr es mir ja sagen. Und du gehst jetzt nach Hause. Ja klar, eine Aufgabe annehmen, immer. Dann kann er auf jeden Fall auch mit den Tieren helfen. Das finde ich sehr schön. We lost that the camera is off. Er soll Methoden der Forschung recherchieren. Das macht er am besten auch direkt. Oh, wir brauchen dafür diese Forschungsdings. Das heißt, wir müssen nochmal von zu Hause weg. Auf geht's, ab geht's. Aber ich habe da gerade was gesehen. Okay, er hat 2 Romantikleisten, aber die sind nur so minimal. Wieso kennt er Jericho jetzt auf einmal nicht mehr, by the way? Aber die sind so minimal, diese Romantikleisten, dass ich mir da jetzt erstmal keine Gedanken mache. We will see. Methoden der Forschung. So, let's go. Forschen und debattieren Fähigkeit. Präferenz, mag recherchieren und debattieren. Finde ich richtig süß. Ich nehme das auf jeden Fall an. Finde ich sehr cool, weil dann passt der Job ja auch auf jeden Fall zu ihm, wenn ihm das gefällt. Dieses Gelb! Oh Mann. So, rechte Seite zuweisen an Justin auf jeden Fall. Oh, Hausarbeiten benoten. Süß. Da bekommt er dann auch Logikfähigkeit. Also so richtig ausgebaut sind seine Fähigkeiten ja hier nicht, aber anscheinend hat er so ein bisschen programmiert in seinem Leben. Und Videospiele gespielt. Ach ja, hat er ja bei uns hier. Zum Glück ist es diesmal nicht am Ende der Folge, das mit den Farben, weil dann kann ich das nämlich einfach wieder ändern. Jericho ist so senior gealtert. So, und dann geht er auch schlafen. So, und Sunny ist zu Hause. Liebestag war für beide natürlich erfolgreich. Warum hat sie Burnout? Hallo, ich habe sie normal arbeiten lassen. Mann, oh Mann. Ich pack dieses Zelt erstmal ein. Es ist Reden wie ein Pirattag. Na super. So, ich habe das Licht wieder eingestellt. Juhu. Was machen wir denn heute? 18. Es ist dein Glückstag. Du bekommst 2000 Simoleons geschenkt. Oh, das ist ja schön, dass wir sowas mal hier haben. Edit. Yay. Sehr cool. Vielleicht kaufen wir davon einen besseren Fernseher. Ich muss das Geld direkt ausgeben, ey. Ganz schlimm. Dann brauchen wir vielleicht noch ein paar Flancies. Die ist voll schön. Juhu, Flancies. Wir könnten vielleicht auch mal eine richtige Couch kaufen. Find die Farbe voll schön. Ah, und hier will ich einen Teppich. Love it. Aber er ist schon schnucki, oder? Also, Leute, da könnt ihr doch jetzt nichts sagen. Dann kann er den Viehstall säubern. Beziehungsweise beide. So, sie ist auch eigentlich schon wieder fast wach. Ich denke, dass sie gleich mal ein bisschen gamet, damit sie ihren Spaß erfüllt. Wenn man sich im Bad morgens trifft. Ach, er muss ja noch gar nicht arbeiten, weil es ist Samstag. Dann macht es doch direkt Spaß, beim neuen Fernseher einzuschalten. Er ist zwar immer noch nicht groß, aber auf jeden Fall besser als das vorherige. Hm? Ihr Lieben, was, wenn wir ganz offiziell das hier mal andrücken? Ich meine ja nur. Weil ich meine, so viel Zeit bleibt dann nicht mehr. Und also, ich fände es schon schön, wenn wir diese Legacy hier fortführen können. Unser Ziel sind 10 Generationen und wir können ja nicht nach der dritten einfach sagen, wir können nicht weitermachen, weil es gibt kein Kind mehr. Ich möchte es direkt wissen. Bitte. Oh mein Gott, Sunny! Sie will gar kein Kind! Why are we trying for baby? Naja, dann ist es auch mal eine andere Storyline. Dann ist sie halt mal nicht happy darüber. Go to counseling for unwanted pregnancy finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Man sieht es direkt, wie süß! Show me the belly. Oh, cute! Oh mein Gott. Er wünscht sich einfach, mit ihr Schluss zu machen. Vielleicht ist er doch nicht so ein Schnucki, wie wir dachten. Aber das könnte auch der Sinn sein, wieso die jetzt immer mal wieder so niedrig auf einmal doch in der Romantik waren. Wieso wollte er aber dann mit uns zusammenziehen? Ich denke, dass das ein Wunsch ist, den wir nicht direkt erfüllen werden, sondern vielleicht irgendwie erst im nächsten Part oder so oder übernächster. Mal schauen. Vielleicht stellt er sich aber trotzdem mal respektvoll vor. Ah, und er so direkt so, ja, bist du eingezogen? Unbehagliche Begegnung. Ich meine, was, wenn Jericho da irgendwie schon was riecht? Ich meine, er ist immerhin der Vater. So. Da ist man ja ein bisschen aufmerksamer, ne? Sunny ist auf jeden Fall wieder zurück. Und dann fragen wir Jericho, ob er Grandchildren möchte. Also ich denke schon, dass Jericho Interesse daran hat, Enkel zu bekommen. Deswegen sagen wir jetzt mal ja. Und dann sagen wir so, jo, ich bin pregnant.
Aber ich will das eigentlich gar nicht so. Sie geht einfach, sie so, ich kann das nicht. Vielleicht malt sie einfach mal wieder ein bisschen. Das tat ihr ja bisher immer ganz gut. Sie fand es auf jeden Fall gut, dass darüber mal geredet wurde. Dann verkaufen wir das natürlich, auch wenn es cool aussieht. Ich fände es halt auch interessant, wenn wir so fragen, ob wir heiraten wollen wegen dem Kind. Mich würde interessieren, ob er ja sagt oder nein. Aber jetzt gerade ist er halt so, vielleicht findet er sie auch einfach nur hot und hat aber sonst gar kein Interesse an ihr. Oder spielt ihr halt nur was vor. Sie geht auf jeden Fall erstmal arbeiten. Vielleicht wollte er auch einfach nur mal raus aus seinem Zuhause, so, you know? Ich meine, er ist jetzt erwachsener und er hat immer noch bei seiner Mutter gelebt. Vielleicht war das sein Problem. Ich denke, wir werden es noch früh genug erfahren. Apropos seine Mutter, er kann sie ja nochmal anrufen. Ehrlich und direkt. Yeah. Warum kann er sie nicht anrufen? Roxy und Jens scheinen sich auch nicht mehr so zu mögen. So, die Maus ist jetzt zu Hause und fühlt sich richtig scheiße. Sie geht duschen und geht dann direkt schlafen. Jetzt ist sie schon wieder ausgebrannt. Also ich glaube, ihr ganzes Leben ist gerade ein bisschen schwierig. Mal schauen, ob wir beim nächsten Mal Justins Motive irgendwie näher erkennen können. Wird er uns wohl heiraten fürs Kind oder wird er uns im Stich lassen? Diese Story läuft auf jeden Fall ganz anders, als ich sie mir vorgestellt habe. Aber irgendwie macht das Ganze das ja auch irgendwie aus, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!